Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Heute wird euch Trant ein paar erste Eindrücke von Atlas Fallen, dem neuen Projekt von Deck 13, präsentieren. Und wir zeigen euch, was dabei rauskommt, wenn ZDF Neo einem Format wie uns redaktionelle Unabhängigkeit gibt. Ja, dann macht Kuro einfach einen Beitrag zu Humanity, What the Car und Super Bunny Man. Und niemand kann es ihm verbieten. Was habt ihr getan? Wenn das so weitergeht, macht Esther nächste Woche ein Review von diesem komischen Herr der Ringe-Gollum-Spiel. Nee, das kann sie nicht bringen, Mann. Und jetzt? Zum Sport. Vielen Dank und herzlich willkommen zum Sport. Die Frage, ob E-Sport als Sport begriffen werden kann, ist logischerweise so alt wie E-Sport selbst. Computerspielen wirklich ein Sport wie jeder andere? Ich bin da ein bisschen skeptisch. Mit der immer größer werdenden Bedeutung von Wettbewerben in virtuellen Disziplinen konnte sich auch der IOC dieser Frage nicht verwehren. Kein Verband steht so sehr für den sportlichen Wettkampf in sämtlichen Disziplinen. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist das Größte für alle, die professionell Sport betreiben. Große Freude gab es dementsprechend in der E-Sport-Szene, als sich Vertreter der Branche und des Olympischen Komitees vor einigen Jahren erstmals zusammensetzten, um über eine mögliche Implementierung von E-Sport in die Olympischen Spiele zu sprechen. Zwar erteilte IOC-Chef Thomas Bach eine Aufnahme als offizielle olympische Disziplin während seiner Amtszeit eine Absage. Abseits von den Spielen gab es aber immer mal wieder Annäherungen. Über Intel als Sponsor sollten parallel zu den Sommerspielen 2020 Wettbewerbe in Street Fighter und Rocket League starten. 2021 gab es die ersten Olympic Virtual Series. Die Asienspiele 22 legten auch noch mit entsprechenden Plänen nach. Irgendwie ging da also irgendwas schon vor ein paar Jahren los, aber dann doch irgendwo noch nicht so richtig. Große Aufregung nun also in der Szene, als zumindest im Titel erstmals ganz klar Olympia und E-Sport miteinander verknüpft wurden. Die Olympic E-Sport Series 2023. In einer gesonderten Serie von Qualifikationsturnieren sollen in zehn Disziplinen die Besten der Besten gefunden werden, die dann wiederum im Juni beim großen Finalevent in Singapur aufeinandertreffen. Wer sich in der Branche des E-Sport bewegt, dürfte also erwarten, dass sich vom 22. bis 25. Juni die Weltspitze des kompetitiven Gamings in Titeln wie Counter-Strike, League of Legends, Overwatch oder Dota gegenübersteht. Aber nein. Ganz so wird es nicht kommen, denn alles, was irgendwie mit dem Schlagwort Violence in Verbindung gebracht werden kann, Ego-Shooter-Geballer auf menschliche Gegner beispielsweise, scheidet für das IOC schon mal aus. Bleiben ja noch bekannte Titel wie Rocket League, oder? Nochmal nein. Eine weitere Vorgabe ist, dass es sich um Spiele handelt, die echte Sportarten abbilden. Gut. Ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt denken. FIFA zum Beispiel ist ja auch ein großer E-Sport-Titel und wird demnach sicherlich bei den Disziplinen dabei sein, die im Frühjahr bekannt gegeben wurden. Die Erwartungen bei Bekanntgabe der Games waren also trotz der Vorgaben groß. Die Reaktionen danach aber eher verhalten, sag ich mal. Schauen wir uns das mal an. Folgende Games wurden bekannt gegeben. Gran Turismo. Virtual Regatta, Tennis Clash, Virtual Taekwondo, WBSCE Baseball Power Pros, Chess.com, Swift, Just Dance und Tic-Tac-Boe. What the fuck is Tic-Tac-Boe? Der Grund, warum Gamern die Auswahl dieser Spieletitel vielleicht etwas merkwürdig vorkommt, ist, weil sie eben nicht von Gamern getroffen wurde. Jedes Spiel steht für eine echte Sportart und wurde von den entsprechenden Verbänden ins Rennen geschickt. Gran Turismo beispielsweise von der Fédération Internationale de l'Automobile, Just Dance von der World Dance Sport Federation und von der World Archery Federation, dem Weltverband der Bogenschützen, eben jenes Tic-Tac-Boe. Da ist er. Der olympische Gedanke. Ja,
Olympische Spiele bestehen nicht nur aus dem 100-Meter-Sprint mit Weltstars wie Usain Bolt oder Turnen mit Simone Biles oder Fußball mit Neymar, sondern eben auch aus Synchronschwimmen und 10-Meter-Schießen mit Luftpistolen. Offen sein für die kleineren, besonderen Disziplinen. Große Bühne für die etwas unbekannteren SpielerInnen. Die ersten Qualifier-Turniere haben schon stattgefunden. Übrigens nicht in der Disziplin Wer kann länger stillhalten? Ah, bewegt. Zugegeben, an die ganz großen E-Sport-Events mit großen Arenen, ausrastendem Publikum und aufregender Lichtshow kommen die Qualifier-Events noch nicht ganz ran. And then, good. And then three. Ah, wo ich es gerade sehe. Ein weiterer genialer Kniff gegen alle Erwartungen der Zuschauerschaft. Unter den Teilnehmenden hier beim Archery-Event sind echte Bogenschützen und... Oh, der Schuss ging daneben. Sind die belächelten kleinen Games wie Tic-Tac-Boe am Ende wohl doch gar nicht so leicht, was? Wir haben selbstverständlich den Selbstversuch gewagt und das Ergebnis besagt... Hup, das sind 9 Punkte. Schon mal nicht schlecht. Ha, 10. 9. Wieder 9. Kinderleicht. Die Qualifier spielen sogar die allererste Stufe ohne Windstärke oder sonstige Schwierigkeiten. Vermutlich handelte es sich bei den Fehlschüssen nur um technische Probleme. Ich glaube kaum, dass echte Sportler ein solches Event wie die Olympic Esports Series 2023 auf die leichte Schulter nehmen, oder? How much have you practiced? I downloaded this at like 11 o'clock this morning. Kommen wir mal zu den anderen Disziplinen. Schach zum Beispiel. Diverse Großmeister waren in den Quali-Runden dabei und aha, who's laughing now? Die scheinen in der digitalen Variante genauso gut zu sein wie in real life am Schachbrett. Ich denke, das wird auch unser nun zugeschalteter Schachkorrespondent bestätigen. Ja? So. E-Sport vom Feinsten also? Ja, ich weiß, die Aufmachung hatte vielleicht auch in diesem Fall nicht den imposantesten Eventcharakter, aber dafür gab es ja noch Baseball. Hier, gut gekleidete Kommentatoren, gut ausgeleuchtete Spieler, live vor Ort und der Sound wurde extra so abgemischt, dass man das Gefühl hat, nicht vorm Fernseher zu sitzen, sondern irgendwo in der Halle. Wem will ich hier was vormachen? Diese ganze Veranstaltung ist ein solches Kuddelmuddel. Ich steig überhaupt nicht mehr durch. Alle Verbände kochen ihr eigenes Süppchen. Mal gibt's Vorentscheide mit Sportlern, die scheinbar noch nie das entsprechende Spiel gespielt haben. Mal mit Vollprofis. Mal vor Ort, mal nur online. Hierzu mal ein paar Beispiele. Bei Gran Turismo gab es im Spiel selbst die Möglichkeit, online in einem entsprechend kreierten Event eine möglichst schnelle Rundenzeit hinzulegen. Die Besten werden dann zu den Finals eingeladen. Soweit so einfach. Beim Schach wiederum gibt es 21 Open Qualifiers, 14 Trials, in denen Titelträger dazustoßen, Preliminaries mit den 14 Besten und 2 weiteren eingeladenen SpielerInnen und schließlich die Finals. Besonders schön aber auch die Vorrunden beim Baseball. Es gibt erst eine Online-Qualifier-Runde für alle Spielenden aus Japan, gefolgt von einer für den Rest der Welt. Für Letztere geht es weiter in einer zweiten Online-Qualifier-Runde, für die JapanerInnen wiederum beim Offline-Event, aus dem wir eben die entsprechenden Bilder gesehen haben mit dem scheiß Ton, ihr wisst schon. Und die jeweils Besten daraus gehen in die Finals. Einheitlich geht anders. Das Ganze wäre ja noch irgendwie zu verknusen, wenn man zumindest eine gesammelte Übersicht hätte. Wo könnte man die nur anbieten? Ah, verrückte Idee, vielleicht auf der Seite der Olympic Esports Series. Au ja, super Idee. Entschuldigung, klar. Einige Infos kriegt man da schon zusammen, wenn man sich durch die entsprechenden Unterseiten oder die FAQs und so weiter wühlt. Aber das meiste muss man sich dann doch zusammen googeln oder über die Verbandsseiten zusammenfriemeln. Besonders schön, wenn man von dort aus dann wieder auf die OES-Seite zurückgeschickt wird. Ihr merkt wahrscheinlich, wir sind übergegangen in eine Art Zwischenzeugnis. Und der erste Punkt, Information, ist ich
ich würde mal sagen, verbesserungswürdig. Punkt 2. Die Spieleauswahl. Man ist hier schnell dabei, auf Titel wie Tic-Tac-Bow, Tennis Clash oder Virtual Regatta einzudreschen, weil sie unbekannt sind und dazu ja auch noch Mobile Games und ja, Kritik dazu kommt auch gleich noch. Aber irgendwie ist es auch ganz cool, mal neue, kleinere Spiele im E-Sport-Kontext kennenzulernen. Und die gefragten Skills im E-Sport sind doch nun mal Konzentration, kognitive und koordinative Fähigkeiten. Unter den Gesichtspunkten sind solche Spiele meiner Meinung nach sogar wesentlich eher geeignet als Just Dance, Swift, Virtual Taekwondo oder Schach, wo man den eigentlichen Sport körperlich genauso ausführt wie in Real Life. Jemand, der gut in FIFA spielt, wird nicht unbedingt Fußballprofi oder umgekehrt. Wer aber bei Swift schnell Fahrrad fährt, fährt auch auf einem echten Fahrrad schnell. Du brauchst keine E-Sport-Skills, du brauchst Fahrradfahr-Skills. Und wie werden die Finals aussehen? Beim Schach? Da sitzen Leute am gleichen Ort auf der gleichen Bühne und spielen über chess.com. Schnappt euch doch ein Brett! Letzter Punkt. Werte. Völlig okay, alle Spiele auszuschließen, die das eingangs angesprochene Violence-Gameplay beinhalten. Wo aber ist der olympische Wertekompass, wenn die ausgewählten Mobile-Games im Wettbewerb vollgestopft sind mit Mikrotransaktionen, Lootboxen etc.? Pay-to-win klingt für mich nach Doping, wenn wir im sportlichen Kontext bleiben wollen. Ah, und dabei sein ist alles. Das olympische Motto. Dabei sein ist ganz schön teuer, würde ich mal sagen. Zumindest, wenn man Disziplinen wie Swift oder Virtual Taekwondo auswählt, für die man in extra Equipment für ein paar hundert Euro investieren muss. Ich habe zu Beginn der Recherche wirklich versucht, dem Ganzen eine Chance zu geben. Aber zu großen Teilen wirkt es so alibimäßig. Ihr wolltet E-Sport bei Olympia? Haben wir doch versucht. Wenn es euch so nicht gefällt, dann lassen wir es halt. Entschuldigung, Breaking News. Eine 10. Disziplin für die Olympic E-Sport Series wurde angekündigt. Es ist Fortnite. Naja, immerhin, offenbar hat man aus den Reaktionen gelernt und will nun doch noch mal einen Schritt auf die E-Sport-Fans zu. Moment, was? Statt des klassischen Battle-Royale-Modus wird eine spezielle Kreativinsel erstellt. Eine reine Zielübung also. Der Name des Frankfurter Studios Deck 13 dürfte manchen von euch vielleicht bekannt vorkommen. Zum Beispiel, weil ihr den Mitgründer Jan Klose in unserer Folge Press Select zur deutschen Games-Branche oder unserem Beitrag über Crunch in der Spieleentwicklung gesehen habt. Ja, oder weil ihr Souls-Likes mögt und The Surge und Lords of the Fallen gespielt habt. Deren neuestes Werk, Atlas Fallen, wird aber kein Souls-Like, sondern schlägt einen ganz neuen Weg ein. Welchen genau, das sagt euch jetzt Trant. Richtig, ein Souls-like wird Atlas Fallen nicht werden und das ist in Anbetracht der Konkurrenz in diesem Subgenre vielleicht auch ganz gut so. Viel eher sollte man Atlas Fallen als einen Open-World-Action-Titel mit Rollenspielelementen betrachten, bei dem spektakuläre Kämpfe im Stile eines Devil May Cry im Fokus stehen. Ich hab's gut 2 Stunden spielen können, das hier gezeigte Videomaterial stammt aber von Deck 13. Okay, los geht's. Neben der geschmeidigen Sandsurferei, der großen Bewegungsfreiheit und dem Anheben versunkener Strukturen stellen die Kämpfe ein Alleinstellungsmerkmal des Spiels dar. Auch deswegen, weil ihnen sehr ungewöhnliche Mechaniken zugrunde liegen. Mit einem Zweierset aus wandelbaren Sandwaffen, großzügigen Ausweichmoves und mit Kontertechniken verkloppt ihr kleine und auch größere Monster. Bei großen Monstern gilt es, deren Körperteile einzeln anzuvisieren und zu zerstören. Im Diagramm rot angezeigte Teile müssen zerstört werden, um den Feind zu bezwingen. Goldene Teile können zerstört werden, um am Ende zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Diese und auch andere Ressourcen braucht ihr, um zahlreiche Skills, die ihr in Form von sogenannten Essenzsteinen findet, zu verbessern. Ausrüsten lassen sich 3 aktive Skills, die auf Knopfdruck ausgelöst werden, sowie 8 passive Skills, die euch unter bestimmten Bedingungen positive Effekte verleihen. Jedoch, die Verfügbarkeit dieser Skills im Kampf ist an die sogenannte Momentumleiste gebunden und die wiederum füllt sich durch Angriffe. Soll heißen, je mehr ihr angreift, desto mehr Momentum habt ihr und desto mächtiger und vielseitiger werden eure Attacken. Das System zur Heilung ist ähnlich gestaltet, denn die kleinen Kapseln zur Spontanheilung müssen nicht etwa durch Gegenstände oder an Checkpoints regeneriert werden, nein, sie werden ebenfalls durch Angriffe aufgeladen. Wieder gilt, wer kräftig austeilt, kann sich öfter heilen. Bei meinem Anspieltermin empfand ich diesen Systemmix als in sich schlüssig, erfrischend und interessant.
Allerdings frage ich mich noch, ob es cool ist, dass man zu Beginn eines Kampfes nicht alle aktiven Skills nutzen kann. Wie sich das niederschlägt, muss man im fertigen Spiel nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Eine weitere Besonderheit ist der Online-Koop-Modus und um den drehte sich dieser Anspieltermin auch vorrangig. Also ja, ihr könnt ganz spontan mit einem Partner die Welt erkunden, Quests erledigen und Ungeheuer verhauen. Damit die Kämpfe nicht zu einfach werden, sind Feinde aggressiver und zahlreicher. Dem entgegenwirken könnt ihr, indem ihr eure Skillverteilung aufeinander abstimmt. Zum Beispiel, indem sich der eine mehr auf Heilung fokussiert und der andere auf Angriffskraft. Interessant ist auch, dass ihr euch theoretisch sehr weit in der Welt verteilen könnt, etwa um zwei verschiedene Nebenquests gleichzeitig abzuhaken. Und was den geteilten Spielfortschritt angeht, hat man sich bei Deck 13 auch Gedanken gemacht. Es verhält sich wie folgt. Haben der Host und der Gast ungefähr den ähnlichen Fortschritt, behält der Gast nach Verlassen der Session Charakter- und Weltfortschritt. Hat der Host einen geringeren Fortschritt als der Gast, behält der Gast ebenfalls seinen Charakterfortschritt. Und hat der Host einen größeren Fortschritt als der Gast, behält der Gast am Ende gar nichts. Als Low-Level-Gast kann man sich also nichts erschleichen, indem man sich durch High-Level-Kämpfe ziehen lässt. Auf mich machte Atlas Fallen einen ziemlich runden Eindruck. Die Grafik ist schick, die Kämpfe fühlten sich wild und saftig an und die schnelle Fortbewegung durch die Sandwelt war sehr fluffig. Doch am Ende muss ich zeigen, welcher Aspekt des Spiels uns am ehesten an den Controller fesseln kann. Ist es die Erkundung, das Questdesign, die Story, das Skillsystem, alles zusammen? Momentan lässt sich das noch schwer sagen. Erscheinen wird Atlas Fallen am 10. August für PS5, Xbox Series und PC. Moin moin und hallo auch von mir. Herzlich willkommen zu den News. Da der Kogi sich im wohlverdienten Urlaub befindet, gibt's die Neuigkeiten der Woche, dieses Mal von mir. Und die starten mit einem uns altbekannten Thema, und zwar dem Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft. Da hat sich einiges getan. Erst vor wenigen Wochen blockierte die britische Wettbewerbsbehörde Competitions and Markets Authority die geplante Übernahme. Der Grund liege in Microsofts Vormachtstellung auf dem Cloud-Gaming-Markt, der durch den Activision Blizzard-Kauf weiter ausgebaut werde. Die EU-Kommission sieht das offensichtlich anders und hat ihrerseits grünes Licht gegeben. In einem Tweet hat die EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager die Entscheidung weiter ausgeführt. Da Microsoft sich bereit erklärt habe, die Spiele aus dem Activision Blizzard-Portfolio auch auf anderen Cloud-Gaming-Plattformen anzubieten, sei dieser Deal sogar gut für den Wettbewerb. Die Bedingungen auf dem Cloud-Gaming-Markt würden durch die Verfügbarkeit der Spiele auf vielen verschiedenen Plattformen gestärkt werden. Ein Grund für die unterschiedlichen Sichtweisen der Wettbewerbsbehörden liege laut Vestager in der prognostizierten Entwicklung des Cloud-Gaming-Markts. Während die britische CMA ein rasantes Wachstum in den kommenden Jahren prognostiziert, schätze man die Entwicklung beim europäischen Pendant weniger rasant ein. Auch die britische CMA reagierte inzwischen und gab an, bei der getroffenen Entscheidung bleiben zu wollen. An dieser Stelle würde Krogi jetzt sowas sagen wie: Und jetzt kommt der Kicker! Aber ich bin nicht Krogi, der ist nicht da und darum machen wir heute was ganz Verrücktes. Weiter mit dem Schnelldurchlauf. Neues aus Mittelerde. Amazon arbeitet an einem neuen MMO-Rollenspiel im Herr-der-Ringe-Universum. Das Spiel soll im dritten Zeitalter angesiedelt sein, Story-Elemente aus der Hobbit sowie der Originaltrilogie enthalten und stammt vom Studio hinter New World. Ein Release-Termin gibt es aber noch nicht. Erst im Jahr 2021 wurde bereits ein geplantes MMO im beliebten Fantasy-Universum gecancelt. Für den Nachwuchs. Die USK hat das Jugendschutzsystem der Xbox-Konsolen zertifiziert. Durch Altersfilter, die Möglichkeit, Spielzeiten zu begrenzen und Ausgabehöchstgrenzen für Ingame-Käufe sollen Eltern ihre Kinder besser vor nicht altersgemäßer Nutzung schützen können. Gerüchteküche geschlossen. Während eines Investoren-Meetings betonte Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa, dass die Switch im Fiskaljahr 2023/24 keinen Nachfolger spendiert bekommen wird. Die mittlerweile 6 Jahre alte Konsole könnte also frühestens im April 2024 ein Update bekommen. Kursänderung. Der ursprünglich für Overwatch 2 angekündigte PvE-Modus wurde gestrichen. That's right. You know the only thing that you were supposed to get excited about with the game? They canceled it. This is likely to stand as one of the most embarrassing moments in gaming for the entire decade. Via Twitter reagierte Executive Producer Jared News bereits auf die Enttäuschung vieler Spieler und betonte, dass trotzdem PvE-Content auf dem Weg sei. Nur eben nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang. Mit Assassinen Power voraus. Das bereits rund 2000 Kopf starke Team aus Menschen, die sich im Hause Ubisoft mit der Marke Assassin's Creed befassen, soll weiter aufgestockt werden. In den kommenden Jahren wolle man das Team um rund 40% vergrößern, wobei der größte Teil der Personen von anderen Ubisoft-Projekten stammen soll. Trauriger Geldbeutel. Im Rahmen einer Q&A-Session gaben Haruki Satomi und Koichi Fukasawa von Sega an, dass eine Preiserhöhung aufwendiger Produktionen von rund $60 auf $70 nicht ausgeschlossen sei.
Man wolle die Möglichkeit prüfen, den Markt aber auch nicht aus den Augen verlieren. Verschoben. Amnesia the Bunker wird nicht wie geplant am 23. Mai erscheinen. In einem Statement gab Creative Lead Frederick Olsen den neuen Termin bekannt, den 6. Juni 2023. Angezockt. Steam hat ein Free-Trial-System eingeführt, mit dem Spiele über einen bestimmten Zeitraum getestet werden können, ohne dass sie gekauft werden müssen. Bislang ist aber lediglich das Dead Space Remake für einen begrenzten Zeitraum bis zum 29. Mai mit der Probierfunktion ausgestattet. Es bleibt also offen, ob weitere Spiele folgen oder ob es sich um eine einmalige Aktion handelt. Dokutalisiert. Die ZDF-Dokuserie Geständnisse eines Neonazis zeigt nicht nur spannende Einblicke in die düsteren Abgründe der militanten Neonazi-Szene, sondern geht auch technisch neue Wege. Per Unreal Engine 5 wird Protagonist Michael virtuell animiert und Szenen digital nachgestellt. Eine Cutscene-Doku sozusagen. Die erste Folge haben wir euch hier oben direkt mal verlinkt. Den Rest findet ihr in der Mediathek. Und das war's auch schon wieder mit den News. Ich hoffe, Kogi hat einen guten Urlaub und ihr hattet mindestens eine genauso gute Zeit mit den News. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss. Tja, es gibt ja so Spiele, nicht? Und dann gibt's so Spiele. Ja, manche sind so und manche sind anders. Und die Spiele aus Kuros Beitrag, die fallen eher in letztere Kategorie. Und mehr muss man dazu vielleicht auch gar nicht sagen. Sollte man vielleicht auch nicht. Außer vielleicht, dass man in dem Spiel von links nach rechts hüpft. Ja, und dass man eine Karotte sammeln kann. Ja, vielleicht sollte man einfach nichts dazu sagen. Das sage ich ja. Das sage ich ja. Psst, psst. Hey Mensch. Yo, Aliens. Wir wollen eurem Volk zu einer höheren Evolutionsstufe verhelfen. Dafür müssen wir aber erst prüfen, ob ihr in der hohen Kunst der Spielekreation den nötigen Fortschritt erreicht habt. Doch. Ja, klar. Und ob wir das haben? Humanity ist ganz sicher genau euer Ding. In diesem Puzzlespiel muss nämlich die ziellose Menschheit durch zahlreiche Prüfungen ins Licht geführt werden. Nicht etwa von einem anderen Menschen, nein. Auch nicht von Maschinen, sondern von einem Hund. Genauer gesagt von einem Shiba Inu. In Humanity ist der fällige Vierbeiner nicht einfach nur ein auf Gehwegen der verkehrender Wegbegleiter, sondern fast schon eine höhere Macht. Oh Mann, das ist voll unfair, wir kacken gar nicht so viel. Lass dich nicht ablenken, mach einfach weiter. Okay. Der Hund dreht das Stöckchen also um. Sind es doch sonst in der Regel die Vierbeiner, die durch allerlei Kommandos angeleitet werden, sich auf ganz spezielle Art zu verhalten, ist es nun der hellschimmernde Shiba Inu, der durch sein fast schon peitschendes Wuff die Menschen in bestimmte Bahnen lenken oder hüpfen lässt. Auf dem vermeintlichen Weg zur Erlösung stellt sich nicht die Frage nach dem Warum, sondern höchstens, wie hoch. Es hat etwas Erhabenes, den nicht endenden Menschenschwall erfolgreich durch die immer komplexeren Prüfungen zu leiten. Frustrierend wird Humanity dabei nicht, denn es gibt zumindest zum Einstieg keine gravierende Fallhöhe. Der Puzzler wedelt nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Selbst dann nicht, wenn das Kollektiv wie ein reißender Wasserfall ins Verderben stürzt, weil man gerade noch in aller Ruhe über die richtige Lösung nachdenkt. Bestraft wird man für den leichtfertigen Umgang mit dem Schicksal anderer nicht. Aber Humanity wäre nicht Humanity, würde es nicht auch die dunklen Facetten des Menschseins beleuchten. Gelegentlich liebäugelt das seichte Puzzlevergnügen mit deutlich aufwühlenden Momenten und Konfrontationen. Das sorgt zwar für Abwechslung, aber wo sich das Spiel vorher aus der Masse hervorhob, gibt es später das ein oder andere Zugeständnis, das Menschen ganz ohne Gewalt eben doch nicht können. Jo. Die nächste Evolutionsstufe ist zum Greifen nah. Jetzt brauchen wir ein cooles Racing-Game. Nicht verkacken. Okay, mal sehen. Also in der heutigen Gesellschaft ist ein sogenanntes Automobil ja weit mehr als ein einfaches Fortbewegungsmittel oder Transportfahrzeug. Es ist ein Statussymbol. Doch es gibt viele Menschen, die sich dieses Statussymbol nicht leisten können. Deswegen gibt es Rennsimulationen oder andere interaktive Unterhaltungsmedien, die luxuriöse Fahrzeuge ins Rampenlicht parken, mittlerweile zu Genüge. What the Car könnte da nur eine weitere Karre sein, die sich im endlosen Stau der Rennspiele einreiht. Doch diese spielbare Sonntagsfahrt kuschiert sich ganz elegant am Stop-and-Go-Verkehr vorbei, indem es, angelehnt an das Zeichentrick-Kunstwerk Turbo Teen, den Menschen zum Auto macht.
zumindest halb. Wie schon bei den Quasi-Vorgängern What the Golf und dem VR-Titel What the Bet, ist auch der Autoableger ein Sammelsurium an kuriosen Abschnitten, die zwar mal länger und mal kürzer sind, eins aber gemeinsam haben. Sie spielen mit der Erwartungshaltung, wie ein Kraftfahrzeug funktioniert. Mal rennt man mit humanoiden Füßen die zweispurige Straße entlang, mal hüpft man von Raketen angetrieben durch die Gegend. Und das ist nur der Anfang. Schaut mal hier. Oder hier. Oder hier. Angetrieben von der Kurzweiligkeit und dem Ideenreichtum überzeugt What the Car in kurzen Schüben und auch auf längeren Touren. Immer wieder fragt man hibbelig wie ein Kind mit voller Blase auf der Rückbank des Autos der Eltern, was einen wohl im nächsten Areal erwartet. Aber es gibt einen Wermutstropfen. What the Car ist nur für Mac und mobile Apple-Geräte erhältlich, im Rahmen der Apple Arcade. Ob es irgendwann auch nochmal für andere Plattformen erscheint, wie seinerzeit What the Golf, ist zum aktuellen Stand noch fraglich. Wer sich aber vom Mobile-Games-Stigma losreißen kann, bekommt einen ulkigen und kurzweiligen Kfz-Plattformer auf sein Smartphone oder Tablet serviert. Lol, ein Handyspiel. Wie dumm sind die denn? Okay, naja, jetzt brauchen wir aber einen richtigen Knaller. Zeig uns ein Spiel mit einem starken Vorbild. Da habe ich was ganz Besonderes für euch. Es gab eine Zeit, lange vor den Raving Rabbits, Ubisofts perverser Antwort auf die Minions, da waren Hasen in Videospielen cool. Man denke nur an Detective Max aus Sam & Max, Star Fox Pappy Hare oder auch Jazz Jack Rabbit aus, nun ja, Jazz Jack Rabbit. Doch nun gibt es einen neuen Helden, jemanden, der den ramponierten Ruf der räudigen Rammler wieder aufpolieren will. Es ist Super Bunny Man. Super Bunny Man? Schaut euch dieses majestätische Geschöpf an. Wie anmutig sich Super Bunny Man durch die verschiedenen Level kugelt, stilsicher Abgründe überwindet und grazil Hindernisse bewältigt. Oh. Grazil Hindernisse bewältigt. Man erkennt es vielleicht nicht auf den ersten Blick. Die Faszination von Super Bunny Man versteckt sich im Unvermögen. Unvermögen in der Steuerung, die ein bisschen an Gang Beasts erinnert, nur mit weniger Kontrolle. Unvermögen in der Grafik, denn ein Augenschmaus ist das Abenteuer nun wirklich nicht. Unvermögen im Design der Level. Komplexität oder Einfallsreichtum sucht man in Super Bunny Man vergebens. Was man nicht vergebens sucht, ist ein Koop-Modus, das wichtigste Merkmal des Spiels. Ganz klassisch lokal. Zwei Controller, ein Bildschirm, kein seelenloser Online-Quatsch mit irgendjemandem am anderen Ende der Leitung, dessen Emotionen man nur halbgar mitfühlen kann. Auch das ist ein Teil der Genialität von Super Bunny Man. Sich gegen moderne Trends wehren und stattdessen klassische Videospieltraditionen wertschätzen. Wer macht das heutzutage noch? Mit einem weiteren Super Bunny Man entfaltet das Spiel eine ähnliche Brillanz wie der Indie-Darling Heave-Ho. Den physikalischen Grundgesetzen ausgeliefert zu sein und nur bedingt Kontrolle über das Geschehen zu haben, führt regelmäßig zu aberwitzigen Situationen. Das wird nur noch mehr auf die Spitze getrieben, wenn man einen Abstecher in den Party-Modus wagt. Bis zu 4 Super Bunny Mans können sich in bester Smash Bros. Manier und anderen Minispielen die Löffel langziehen. Eigentlich hat dieser Videospiel-Diamant von Catobyte kein Recht, so unterhaltsam zu sein. Alles an diesem Spiel schreit geradezu nach einer Vollkatastrophe und verschwendeter Lebenszeit. Stattdessen schließt das Spiel seine oberflächliche Unzulänglichkeit fest in seine flauschigen Arme und beweist durch die Kraft der Freundschaft, dass Äußerlichkeiten keine Rolle spielen. Und es hat das Unmögliche möglich gemacht. Videospielhasen sind wieder cool. Wuff, Bell, wuff, wuff, Bell, wuff, Bell, wuff. Ja, danke. Wir werden uns jetzt beraten und uns dann zeitnah bei Ihnen melden. Mit dieser Sonde. Oh, geil, endlich Sonden-Action. Für den Arm. Oh, schade.
Oh. Das war ja komisch. Tja, nochmal weiter, cool. Und dazu ja auch noch Mobile Games, ja sicherlich. Da sind es auch noch Mobile Games. Ja, da ist man schnell dabei, da darauf einzustrichen. Du hast sie kaputt gemacht? Ja. Ich hab sie sogar abgebrochen und auch nimmer wiedersehen. Das war ja komisch. Okay. Endlich hat's geklappt. Kann man den nicht nehmen? Wiederschauen. Reingehauen.